Wir haben ja jetzt alle im Laufe der letzten Tage den Tod des Detolf betrauert. Ja. Deswegen dachte ich, wir alle bauen gemeinsam jetzt mal den Nachfolger zusammen. Oh. Tim! Ich habe mir tatsächlich überlegt, zwei zu kaufen und einen Wettbewerb draus zu machen, welches Team schneller ist. Aber es gibt ja noch die Option, dass die Kacke ist. Dann habe ich zwei Kackvitrinen hier stehen. Er hat es kaputt gemacht. Sehr gut. Einmal mit Profis. Ist das richtig Glas oder ist das Plaste? Es ist, sie ist kleiner, definitiv. Oh, er hat's kaputt. Oh Mann. Ich war's nicht. Da sind die zwei Schuldigen. Wo gehobelt wird, fallen Bäume. Also es hat sich jetzt bedenklich lange nichts getan. Das ist erstmal die Findungsphase. Ich bin der Meinung, das Glas ist auch dünner wie beim. Ja, aber hallo. Ja. Selbst beim Detolf haben sie in der zweiten Reihe haben sie das Glas dünner gemacht. Von 4 auf 3. Warum? Weil bei der ersten Reihe noch nicht genug geplatzt sind? Oder? Also die ersten haben 4 mm Glasstärke gehabt. Die waren 3, die nächsten Bälle. Sind sie auf 3 gegangen. Was ist denn das hier für ein neues Tool? Eine Schraube mit einem Gewinde drin. Das ist der Boden. Vor allem M8. Das Regal wird kleiner, die Schraube wird größer. Ich vermute mal, das ist für einen Fuß, dass du unten einen Fuß reinschraubst. Das kann sein. Den Schwierigkeitsgrad kannst du übrigens sehr gut erhöhen, indem du den Sprinkler anmachst. Und die ist zu, ne? Andi, die ist dann zu. Einigermaßen. Ach so. Dein Faserband dran. Ja. Also sie ist zu R als das Detolf. Halt zu R. Aber du hast definitiv Rahmen. Jetzt ja. Nicht ja. Mehr komplett Glas, genau. Nur dieses Gestänge ja. Drin, sondern du hast halt. Ja, Flo, du siehst super aus. Ich finde, du machst deinen Job absolut hervorragend. Ja. Dankeschön. Reintragen könnt ihr gleich selber, ne? Wer hat die andere Seitenwand? Das ist eine Seitenwand. Das ist ja idiotensicher, das Ding. Ich kann sagen, aber das ist nicht schwer, oder? Nee, das sieht irgendwie auch nicht schwer aus. Beim Detolf waren es immer zwei Pakete. Ich muss übrigens das und Detolf alleine aufbauen war knifflig. Brauchst eine Wand für. Arbeitest du mit dem IKEA-Werkzeug? Du bist auch schmerzbefreit, ne? Hab ich's nicht gesagt. Stil mit IKEA-Werkzeug. So. Ist das schon modern? Ist jetzt? Das transparentes? Wer macht den Kopf im Plan? Brauchst du direkt ein Haustier, ne? Also wenn schon, möchte man ja muss der Deckel noch drauf haben, und dass der hier den Kopf? Hat, ist gerade unten reingerannt. Ach so, ja, ist doch gut. Den Deckel. So, kannst du jetzt schon hinstellen. Oder da wir hier entsprechend auf einer quasi Fanveranstaltung sind für Boards and Out from the Hand. Erstmal die Wand reinmachen. Moment. Okay, ist doch irgendwie sehr klein. Ja. Aber ich habe vorher gemessen, sie passt unter meinen Kniestock. Das Problem ist, weißt du, früher, wir haben extra den Begriff geprägt, dass wir Sachen eindetolfen, aber ein Blorliden ist irgendwie geht es nicht so flüssig von der Zunge. Blorliden eben. Ja, genau, so rum. Nichts bleibt stillstehen. Ja, genau. Aber die Dinger sind, glaube ich, zusammengebaut, besser zu transportieren als das Detolf. Du kannst dir das Ding einfach an den Arm klemmen. Das ist so. Ich würde es mal pauschal sagen, wenn der Tür mich jetzt nicht zufällig ist, dass die nur zu legen. Das kann sein. Da muss ich vor allem dran denken, als wir halt vor 3 Jahren auf der Kreuzung. Jetzt wird ein Schuh raus. Genau, wer schraubt, wir halten. Wer schraubt, wir halten. Wir brauchen dann einen Schrauber. Wir brauchen einen Schrauber. Da sind jede Menge Schrauben. 60. Wer opfert sich? René opfert sich. Guck mal, ob du welche findest, die reinpassen, René. aber hättet ihr die Rückwand nicht schon ein? Nee, laut gar nicht. Ach, ihr baut mit Anleitung. Ach, ihr baut mit Anleitung. Ich glaube, am Ende von innen wird das habe ich ohne gemacht. Ach, die wird. Brauchst du mal Schrauben? Eigentlich kommt die hier. Er hat. Okay. Du könntest es einfach abziehen, das war gerade schon mal. Immer vernünftig auf. Ich möchte gern positiv zu diesem Projekt beitragen. Ja, dann hier. Bitte schön. Ich gehe mal den Glasreiniger holen. Habt ihr schon mal gedacht, dass es da jetzt einen neuen passenden Unterbau gibt? Auf dem Kallax geht das ja nicht anders. Doch, müsst ihr besser aufpassen als das Kallax. Der Kallax geht super. Der Kallax ist bloß weil das Detolf. Ja, das stimmt. Das ja, aber das Detolf war ja fürs Kallax zu groß. Ja. Also das passt besser aufs Kallax. Wobei geht dir Querschnitt. Oder du nimmst halt einfach einen Dreier-Kallax und stellst 4 von denen oben drauf und dann könnte es wieder passen. Aber deine Mama Gewichtsprobe? Ist leicht?
Muss ab, gell? Alleine tragen ist halt doof. Das kostet jetzt mehr als diese Handwerker. Die kostet tatsächlich 80 Euro. Die kostet 80 Euro? Mhm. Das denke ich. 80 Euro. Die zeigen, brauchen wir den Staubfänger. Wird die Leistung kaum so? 60, 65, 69, irgend sowas, ja. Weil da wenn es einen Staubfänger gibt, würde ich den ja immer mit einbauen. Genau, und die muss halt hier hinter diese Tür Nöpfe hier unten. Versucht bitte kein Gras mit einzubauen, das wäre sehr schön. Andi hat die wichtigste Aufgabe, er trägt die Verantwortung. Die Frage ist, was ist hier Nut? Könnte man da einen Magneten reinsetzen? Hier kannst du draußen auf jeden Fall den Griff dran tun. Nee, aber wurde falsch geliefert? Du könntest es wahrscheinlich sogar mit Magneten versehen. Ja. Cool wär's als linke Variante, wenn du von oben nach unten die Tür aufmachen und dann klack wieder hoch. Das weil ich so lange rumdockt, dann soll ich gefragt. Die Grundsatzfrage ist, ob das geliefert, fehlt aus Sicherheitsgründen vielleicht sogar eine Idee ist, da einen Magnet reinzupappen, in dem Sinne, dass der, gibt's ja diese ziemlich stark haftenden, den ultradünn. Ja. Ja. Wie viel müssen wir jetzt von allen Seiten? Überleg gerade, ob der wirklich, aber doch, das soll wahrscheinlich so sein. Die anderen kommen auf die Seite dann, ne? Achso, das soll wahrscheinlich so sein. Okay, das ist klar. Ich denke. Ja, genau, alle. Also insgesamt. Gott, die ist so. Schmal. So wenig tief, so untief. Die ist wenig tief. Ja, also du setzt dich kurz rein nur noch. Statt drei. Ja. Also ab jetzt nur noch Zweierteams. Und Combiner wirklich nur noch. Aber du hast genau, Combiner nur noch so oder so. So, so. Was aber ein Vorteil ist, du hast aber. Nee, am besten der eine Arm hält den anderen Arm. 15 cm Höhen verstellen könntest. Oh, das ist gut. Also, wenn ich diese Löcher richtig deute, kannst du in 15 cm Höhen. Das wäre natürlich schön. Das ist gut. Die große Schwäche vom Detolf, dass du die Dinger nicht Höhen verstellen kannst. Außer mit. Deshalb haben sie wahrscheinlich die Rahmen drumherum gebaut. Ja. Einfach wahrscheinlich nur in der richtigen Stelle nochmal. Richtigen dicke Löcher bohren. Auch Alex hat mittlerweile dem IKEA-Werkzeug entsagt. Genau, das ist das. Müssen wir den abschrauben? Aber nicht hier. Ja, nee, setz den mal hier rüber. Der kommt rüber. Alter, ja. Okay. Das hat ganz ehrlich sowas haben. So eine Kacke haben wir damals in der Lehrwerkstatt zusammengeschraubt. Die Kacke geht an IKEA. So viel dazu. Da sind auch noch zwei von den Dingern drin. Ja, genau. Ja, das meinst du, wie deine Lehrwerkstatt im Geschäft geblieben ist. Ne? Aber du kannst, finde ich halt jetzt schon, du kannst das definitiv einfacher alleine aufbauen als das Detolf. Das stimmt. Du musst ja immer eine Wand haben, wo du die erste Glasscheibe anlehnst. Ja, das hast du hier halt, das hast du hier halt nicht durch den Rahmen, ist das alles stabiler. Ich hatte halt auf einen Holzrahmen gehofft. Guck mal, der hat hinten sogar ein Loch, wo du ein Kabel durchführen kannst. Oh, das ist schlau. Was mich stört, ist, dass die Scharniere außenliegend sind. Die anderen waren drin, ne? Die haben sie ja hier. Ne? Das sind ja die Scheibe innen, da hast du ja quasi nur einfach so ein Pömpel oben reingesteckt. Das war's. Ist halt ein Prime Escape oder Loch. Ja. Ja gut, also das ist ja noch nicht fixiert. Ja, das wird fixiert über die über die Böden. Brauchst du dieses Ding zum Befestigen an der Wand? Ja, aber nein. Diese, nein, okay. Meine Wände würden eh nichts halten. Also ja, wir haben hier ja, die. Ja, und jetzt wie du schon sagst, Alex, jetzt da oh, spielt keiner mit dir. Sorry, dude. Vorher ja, dann bitte. Wer wäre gejagt werden? So ein Klebepad drauf. Gibt es eigentlich dann so einen Aufkleber für Combiner, die müssen draußen bleiben? Das wäre voll schön eigentlich. So ein trauriger Devastator so. Wir müssen draußen bleiben. Ja, gut, aber wenn sie reinpasst, wäre ein Vollmaß. Ich mache jetzt mal. Alice, was hat der Vogel jetzt gekostet? Das Ding? 80 Euro. Also wenn ich das so sehe, Materialwert, würde ich tippen auf so 7. Arsch offen, nichts anderes. Ist aber gnädig. Arbeitsleistung ist teuer heutzutage. Aber stimmt, die chinesischen Maschinen sind unglaublich anspruchsvoll. Ja, wenn man das zusammenbauen muss, dann will ich auch bezahlen werden. Ach so, nee, das macht ihr unentgeltlich, das wisst ihr, ne? Jetzt kommen wir an ein Problem, weil ich kann nicht mehr vier gleiche Fächer machen. Weil guck mal, ich habe hier einen, und dann noch einen. Reicht. Und dann war's. Aber die sind schon sehr geht genau auf. Das sind drei Böden und vier Fächer. Ja, genau. Das ist wirklich schön. Also stufenlos wäre natürlich noch schöner, aber ja, nächste Generation dann. Aber ganz ehrlich, das sind so kleine Stufen. Für 160 Euro, genau. Hier, könnt ihr mal hinmachen jetzt, ich habe Durst. Ja. Mach mal schneller. Das könnte auch sein. Ist auch dezent warm, das Telefon. Ich habe noch einen Schluck Köstentor hier. Ach, geh weg. Normalerweise weißt du, was du da rein. Läuft.
Übrigens, Alex, hast du gemerkt, wie so nach und nach sich alle zurückgezogen haben und du der Einzige bist, der jetzt hier noch baut? Ich geh doch was essen, Moment, ich habe ja meinen Arbeitsdienst abgeleistet. Ja, ja, du bist. Ja, du, außerdem bist du ja als Vorarbeiter, hast du ja auch eine viel wichtigere Rolle. He's a money maker. Genau. He's strong, healthy and full of energy. Drinks. So. So lustige Indianerlederarmbänder mit irgendwelchen Steinen und Nieten drauf und ehrlich? So. Und nur heute. Das kann sein, das war, glaube ich, falsch. Drei. Ja, der Hammer. Ja, und du bezahlst nicht 14,99 fürs Armband oder sogar 30 für zwei. Nein, nein, du bezahlst nur 24. Ich glaube, wir hätten erst die Tür machen sollen. Aber egal. Kann ich auch drei kaufen und eins kriegen? Machen wir erst das geht auch. Ganz ja. Ja, genau. Das wäre mein Ding. Aber das ist dein Gefahr. Genau. Dann 3 Euro und du verkaufst so, die wird nur eingehängt und dann von oben verschraubt, wenn ich schon hier. Facebook-Werbung. Oh, jetzt greift Andi ein. Moment. Stopp. Wir kommen noch, vorher müssten da noch Unterleger sein, die da drauf kommen. Ja, da sind so weiße Ringe, die müssen da noch rein. Deine Unterleger. Und wenn das nicht fertig ist, bam, 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 bam. Das Konzept ist ja so weit in sich gut, so alles slim und so, ne? Aber jetzt. Ich hätte es halt lieber mit Holzrahmen gehabt. Ja, zum Beispiel. Weil das kann ich die Blechvitrine bei mir oben nicht reinstellen. Das ist alles aus weißem Holz. Das ist immer ähnlich, das ist weiß. Ja. Genau. Ich kaufe eine 12 Euro Vitrine aus Blech für 80 Euro und klebe dann für 35 Euro DC-Fix-Folie drüber. Also das ist ja mit der Tür ist nicht schlecht gelöst, muss ich sagen. Ich mag die Außenscharniere nicht. Ja, wenn du zwei nebeneinander stellst, beide jeweils raus. Exakt. Jetzt kannst du nicht direkt fest dran die nächste Vitrine stellen. Exakt. Das heißt, ja, nee, wenn du die erweitern willst, lässt du die Rückwand raus. Lässt du die Rückwand raus und stellst die Rücken an Rücken mit Rückwand offen und kannst dann von der Seite. Das ist schön. Die Frage ist, geht der Türanschlag in die andere Richtung? Nein. Also irgendwie das Ding einfach rumdrehen oder so? Nein. Weil dann fällt ja die Tür unten raus. Du kannst es schon so, ja, stimmt. Du kannst es auf den Kopf stellen, weil ich wollte gerade sagen, drauf, dann hast du jetzt die Füße oben, ne? Ja. So, ja, gut, nee, geht nicht. Uncool. Keine Chance. Sehr gut. Ah, Magneten sind dabei. Das ist cool. Und da sie aus Metall ist. Geil, da hinten sitzen sie. Seid ihr bald mal fertig? Aber da hinten ist der Schatten, ich kann es euch nicht verübeln. So. Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Vitrine. Ja, hervorragend. Sehr schön. Woo! Haben wir gern gemacht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist kein Kühlschrank geworden. Ist das jetzt ein sicher? Sehr gut. Ich würde sagen, dann stellen wir die mal irgendwo sicher hin und dann stellen wir mal was rein und gucken. Jetzt noch zum Verewigen. Jeder einmal. Ich finde das viel größere Problem, wie das Ding echt gefährlich ist. Die ganzen Kanten hier, das sieht alles scheiße aus. Das haben die letzten Praktikanten gemacht, das Ding. Ganz ehrlich. Bei mir hinten habt ihr ein Loch offen gelassen, ne? Ich glaube, das ist Stromzuführung. Ach, da soll der Strom rein. Okay. Aber da ist bestimmt ein Blindstopfen noch dabei, oder? Wo den du da reinmachen kannst. Nee. Wow. Die 3 Cent für das Gummi hatten sie nicht mehr. Aber schließt vernünftig, muss man ja sagen. Das stimmt. Und wirkt stabiler als ich dachte. Ja. Das geht eigentlich. Also wenn du nah ran bist, dann siehst du halt. Also die, den. Fachhöhe finde ich optisch eigentlich ganz cool. Aber die mittellichen sind auch bestimmt kleiner wie die oben, ne? Ein bisschen, ja. Ein bisschen auch. Ich glaube, das Problem hatte das Gehtolf ja auch. Ja, genau. Aber wenn du jetzt den hinteren Bot zum Beispiel auf den Podest stellst, ja, dass es leicht versetzt ist. Du musst halt wieder umsatteln auf Chuck. Oh, guck mal, wenn du jetzt hier schaust. Du müsstest den Schwanz ein bisschen runter machen. Aber wenn du jetzt hier eine zweite Ebene einziehst, da wo die Löcher sind, also würdest du das im Prinzip runtersetzen, könntest du da einen Combiner reinstellen, also zumindest so ein Ocular Max Combiner und hättest so ein Tiervieh zum Beispiel oder auch einen großen Alt Mode oder so. Also das mit den Fachhöhen finde ich schön. Das hat echt einen gewissen Charme. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige. Naja, den Versuch war es wert. Klingt schon so schön. Billig. Also ich muss sagen, ich mag das. Das Konzept ist schön. Also das mit dem weißen Rahmen finde ich gut. Ich finde das Format jetzt auch nicht total verkehrt. Sie muss halt wie die Detox auch, muss einmal vom Boden hoch. Aber die Vitrine dürfte, so wie sie hier steht, nicht mehr kosten als 50 Euro. Also ich fasse mal zusammen, Detolf, wir werden dich vermissen. Und sonst kommt ihr zu mir, bei mir stehen welche. Ja. Ja, der Klassiker geht. Aber der Andi hat eine gute Idee gehabt. Was ist, wenn du die hintere Wand weglässt, einen zweiten anbaust und dann halt von der Seite die Tür öffnest? Also in meiner Kannst du machen, dann hast du aber halt wieder diese...
diese Naht, die so mitten in dem Bots ist. So. Also ich würd sagen, wir nehmen jetzt diese halbvolle Buddel Bier, ich nehme das Ding über Kopf und hau das da rauf. Wir taufen dich auf Fail. Ein paar Tage sind rum und ich habe noch einen kleinen Nachtrag dazu, dass ihr nochmal seht, wie das Ding jetzt hier im finalen Setup tatsächlich aussieht. Ignoriert das Chaos außenrum. Hier sieht es irgendwie immer so aus, wenn ich nicht gerade Leute da habe. Also ich bleibe dabei, die Vitrine ist nicht wirklich toll. Ich habe sie jetzt hier einfach, ne, weil sie ähnlich wie die Detolf auch, wenn sie auf dem Boden steht, dann kommen die unteren Sachen einfach nicht zur Geltung. Deswegen, sie steht jetzt hier auf so einem E-Cat. Ne, das sind die gleichen Dinger, die hier an der Wand hängen. Ne. Geht auch auf den Kallax, der E-Cat ist ein bisschen kleiner. Also sie passt auf jeden Fall auf die üblichen Verdächtigen drauf. Ich habe sie jetzt auch mal ein bisschen bestückt mit 1:12 Figuren. Ich denke, das ist so von der Höhe definitiv noch nicht passend. Da muss also die hintere Reihe müsste definitiv noch ein Stück nach oben. Andererseits, wenn man jetzt guckt, spiegelt ein bisschen, aber ich denke, es geht trotzdem. Ne, ihr seht, hier sind die Löcher für die andere Ebene. Also wenn ich jetzt den Dr. Fate hier mal zum Beispiel rausnehme, könnte man einfach auch noch einen Glasboden darüber einziehen. Das Dumme ist, muss sagen, das ist auch wirklich ein Versäumnis seitens IKEA. Du bekommst diese Plastikknippel, die hier die Glasböden halten. Und auch die Glasböden bekommst du nicht als Einzelteil. Ich hätte es extrem schlau gefunden, wenn man gesagt hätte, man verkauft von mir aus nochmal als Viererset, muss ja nicht alles einzeln verkaufen, aber nochmal ein Viererset von den Schnubbis hier plus die Glasböden einzeln, um die Vitrine einfach nur aufzustocken. Jetzt ist es wieder eine Custom-Lösung oder so. Vielleicht kann man sich die Ersatzteile irgendwo noch holen, aber ich weiß ich nicht. Finde ich eine versäumte Gelegenheit. Ne, hier unten Crow und Spawn, gleiches Problem mit der Höhe. Hier ist es nicht anders. Aber generell, das könnte halt funktionieren, wenn man entsprechend den Zwischenboden einzieht. Was allerdings hervorragend funktioniert, ne, das ist hier unten der Iron Warrior. Das ist, der ist 30 cm groß. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt das Review schon gemacht habe. Falls ja, haue ich hier oben mal in die Infokarte. Nicht. Falls nicht, dann kommt es die Tage noch. Also dieser in Anführungsstrichen 1:6 Maßstab, also diese Hot Toys Größe, wie zum Beispiel auch hier der Magnificent Mecha ist, das funktioniert in der Vitrine, wie auch schon im Detolf, sehr, sehr gut. Das ist definitiv, hat definitiv was für sich. Ansonsten bleibe ich dabei, es ist halt die Magnete hier sind relativ stark. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier aufmache, es wackelt relativ stark da drin, auch wenn ich jetzt hier ziehe. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil die Vitrine halt oben steht. Es geht, aber ihr seht, ne, das ist hier alles dann ganz gut am Wackeln. Von daher, die Figuren sollten schon stabil da drin stehen. Und übliche Problem, alles voller Glas. Das heißt, wenn du nichts dahinter hast, guckst du halt durch. Ne? Es ist so ein bisschen, ich finde, hier geht es, oder hier ist es jetzt okay, weil die Vitrine halt so mitten im Raum steht. Dadurch wird der Raum nicht verdunkelt. Wenn es halt an der Wand steht, bin ich persönlich, ich von den Glasvitrinen kein riesiger Fan mehr. Aber was soll's. Also in Summe, das Ding ist zu teuer. Das Ding steht aber im Umkehrschluss wenigstens stabil. Es hat ein cooles Konzept mit den zusätzlichen Böden oder den variablen Fachhöhen, was nicht ganz zu Ende gedacht ist, weil du halt trotzdem auf 4 Böden beschränkt bist. Das ist sicherlich nicht cool. Und die Verarbeitungsqualität, muss ich sagen, lässt für den Preis halt echt zu wünschen übrig. Aber ich denke, man kann was damit anfangen. Ob es besser ist als die Detolf-Vitrine, wage ich mal zu bezweifeln. Der Rahmen ist sicherlich optisch eine schöne Abwechslung für diejenigen, die Vollglas-Vitrinen wollen. Ist es aber definitiv nicht das Mittel der Wahl. Dazu kommt halt noch, dass du aufgrund der überstehenden Scharniere hier, ne, das Ding halt nicht an die Wand stellen kannst und auch keine direkt nebeneinander stellen kannst. Du hast immer irgendwo eine Lücke dann zwischen den Vitrinen, das ist auch nicht so richtig schön. Also, ich weiß nicht, so richtig durchdacht ist das Ding so alles in allem nicht. Soweit unsere kleine Gruppentherapie mit anschließendem Review zur neuen IKEA-Vitrine. Ich hoffe, das ist für euch in irgendeiner Art und Weise hilfreich. Aber ich dachte mir, dieses Thema Ausstellen und Display ist ja immer wieder ein Thema auch hier auf dem Kanal. Und das Detolf war so verbreitet, dass ich das schon irgendwie euch auch mal zeigen wollte. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon und checkt meine anderen Videos rund um das Thema Display hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.